Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Viele von euch wollten mal sehen, wie ich Tinkerbell so wasche und heute zeige ich euch das. Ich mache das auch nicht oft, also circa zweimal im Jahr allerhöchstens und ansonsten langt es eigentlich, wenn man die Hunde einfach nur mit Wasser abspült. Also es muss nicht sein, aber bei solchen Fällen wasche ich sie dann doch schon mal mit Shampoo, weil es dann einfach nicht mehr anders geht. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Wir machen das Ganze immer so ein bisschen spielerisch, damit sie keine Angst davor bekommt. Wie ihr seht, rennt sie auch immer wieder aus der Dusche raus. Also immer ganz ruhig bleiben, das Ganze sehr ruhig angehen und somit hat euer Hund dann auch nicht mehr so viel Angst davor. Ich stelle sie immer in die Dusche rein und wir machen das meistens zu zweit. Also Arthur hilft mir da immer, weil sie einfach so ein bisschen aufgedreht ist und so kriegen wir das ein bisschen besser in den Griff. Aber das Ganze geht natürlich auch alleine, also ihr müsst dafür nicht zu zweit sein. Wir machen es halt einfach nur zu zweit. Und heute filme ich ja, deswegen brauche ich sowieso ein bisschen Unterstützung, ne? Achtet darauf, dass das Wasser lauwarm ist, denn das ist genau die perfekte Temperatur für die Hunde. Also einfach so warm, wie man auch ein Baby baden würde. Wisst ihr, wie ich meine? Es soll weder zu heiß noch zu kalt sein. Und wir lassen den Kopf aus. Und man muss aufpassen, dass den Hunden das nicht ins Auge läuft. Also das ist immer ganz schlecht. Deswegen lassen wir immer den Kopf aus und waschen nur ihren Körper. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way. I will not surrender. I will do my best. Until I get put under. What if I go strong? Wie ihr seht, ist Tinkerbell ganz entspannt. Sie kennt das schon, das Baden oder besser gesagt Duschen, weil ja, wir haben ja hier nur eine Dusche und ihr macht es gar nichts mehr aus und das ist natürlich super. Also das ist dann optimal, wenn die Hunde einfach keine Angst haben. Deswegen geht das Ganze vielleicht auch ein bisschen spielerisch an, dass sie so ein bisschen im Wasser planscht. Das findet sie auch meistens immer ganz toll. Jetzt kommt das Shampoo zum Einsatz. Da benutze ich von Trixie das Welpenshampoo. Das haben wir noch von ihrer Welpenzeit und ich möchte es nicht wegschmeißen, deshalb brauche ich es auf. Bei Fressnapf zum Beispiel gibt es auch extra Shampoo für Langhaarhunde. Nach dem Shampoo ist Tinkerbells Fell immer ganz, ganz toll weich und ich finde es wirklich sehr gut. Und wir waschen sie folgendermaßen aus. Ihr streift mit der Hand Richtung Popo hinter und drückt das Fell so ein bisschen aus. Achtet darauf, dass alles sehr gut ausgewaschen ist. Und wir werden jetzt fertig. Ich zeige euch jetzt, wie es weitergeht. Nachdem wir sie dann aus der Dusche geholt haben, lege ich ihr ein Handtuch über und rubbel sie erstmal ein bisschen trocken. Das findet sie nicht so toll. Das werdet ihr auch gleich merken. Aber das muss sein, weil man muss natürlich die grobe Feuchtigkeit erstmal ein bisschen wegnehmen. Und gleich wird sie sich auch schütteln. Wie ihr seht, ist Tinkerbell jetzt nass und rennt hier rum und fängt an zu spielen. Also sie dreht immer total ab, nachdem sie geduscht wurde. Ne? Sind eure Hunde auch so? Ich werde sie jetzt noch ein bisschen toben lassen und danach föhne ich sie noch trocken. Aber nur so ein bisschen in lauwarmer Stufe. Einfach, dass sie nicht krank wird, weil wir ja Winter haben. Ich föhne Tinkerbell jetzt noch ein bisschen trocken. Dazu nehme ich einfach einen ganz normalen Föhn. Den stellt ihr auf lauwarmer Stufe ein. So wie beim Wasser, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Und dann habe ich noch hier diese Bürste. Damit kämme ich sie dann immer so ein bisschen. Und damit lösen sich auch leichte Knoten zum Beispiel. Und danach hat sie wunderschönes Fell, ne? Nachdem Tinkerbell dann die ganze Prozedur hinter sich hat, bekommt sie immer ein Leckerli und somit verbindet sie das Ganze immer mit etwas Schönem. Also merkt euch einfach, wenn ihr euren Hund danach belohnt, dann hat er auch keine Angst mehr davor. Sie bekommt jetzt wieder so ein Fischleckerli von Wilderness Renature, also von Renature von der Wilderness-Serie. Ja, meine Lieben, das war's jetzt mit Tinkerbells Baderoutine. Wie ihr seht, geht es recht flott. Das Video ist jetzt auch nicht so lang geworden, weil ich euch einfach gezeigt habe, wie wir das halt so machen. Also das heißt duschen, dann wird sie ein bisschen abgetrocknet und noch leicht angeföhnt. Im Sommer föhne ich Tinkerbell gar nicht, weil es ja sowieso total warm ist. Aber jetzt im Winter föhne ich sie immer so ein bisschen an. Wir hoffen natürlich, euch hat das Video gefallen und würden uns sehr über eine Pfote nach oben freuen. Wir wünschen euch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!